wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, mal nicht aus der Werkstatt. Heute sind wir im wunderschönen Hamburg und natürlich, was machen wir hier? Wir holen einen Neuzugang ab für die Werkstatt und lange natürlich kann ich ihn euch nicht vorenthalten. Es ist, wie ihr euch wahrscheinlich auch denken könnt, kein Audi, kein VW. Es ist mal wieder, es tut mir schon langsam leid, dass wir wirklich so BMW-lastig sind, aber... Ich finde es gut. Ich weiß, dass auch viele Leute es gut finden, aber ich verspreche euch, es kommt bald mal wieder ein bisschen was anderes. Auch nicht nur Mercedes 190er Content, sondern wir bringen mal bestimmt bald wieder was richtig Cooles anderes für die Leute, die schon, wo der BMW schon langsam zum Hals raushängt. Nichtsdestotrotz, schaut euch mal dieses wunderschöne Gefährt an. Natürlich schön, bevor ich mich falsch ausdrücke oder ihr mich falsch versteht. Also das ist leider Gottes nicht mein Auto. Das wäre sehr schön, wenn es meiner wäre. Hätte ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Da würde sehr gut zum E46 M3 passen. Das ist allerdings kein Imola-Rot. Auch wenn es jetzt vielleicht auf der Kamera so ausschaut, das ist Melbourne-Rot. Und ich finde, das steht dem E92 M3 wirklich fabelhaft. Was haben wir hier? E92 M3 mit dem legendären V8 Saugermotor. Machen wir gleich die Motorhaube auf und zeigen das Prachtstück. Ich glaube, wir fangen einfach direkt mit dem Besten an. Ich mache euch mal die Motorhaube auf, denn es gibt natürlich auch einen Grund, warum ich euch das Auto zeigen möchte oder warum ich es so besonders fand, euch das Auto vorzustellen, denn er ist in einem tadellosen Zustand und das ist ein deutsches Fahrzeug und deswegen habe ich mir gedacht, das kann ich euch nicht vorenthalten, weil sowas krasses aus deutscher Hand, erster Hand, müsst ihr mal gesehen haben. Hier haben wir den wunderschönen S65 B40 4 Liter V8 Sauger, 420 PS. Wenn man ihn fährt, es ist jetzt vielleicht für viele Leute, die wahrscheinlich auch schon M4 oder M3 oder natürlich irgendwelche Turbomotoren gefahren sind, nicht der schnellste, aber hier bei dem Auto geht es um Emotion und Saugerpower und das hat er auf jeden Fall und macht super viel Spaß, so ein V8 zu fahren. Jetzt könnt ihr mal hier reingucken. Schaut mal da rein. Ich weiß natürlich nicht, ob es die Kamera gebacken kriegt. Da ist noch der originale BMW-Aufkleber. Da steht sogar noch drauf S65 B40. Falls man den sieht, aber die Kamera vom Telefon, die wird es wahrscheinlich nicht mehr packen. Das Auto ist unfallfrei im Erstlack. Ihr könnt ja gerne mal herkommen. Hier hat noch nie irgendjemand überhaupt irgendeine Schraube bei dem Auto gedreht. Auch hier könnt ihr euch anschauen, das ist alles tippitoppi. Also der hat jetzt keine Motorwäsche oder sonst irgendwie was bekommen, sonst wäre der Papieraufkleber wahrscheinlich vom BMW auch gleich weg gewesen. Also tadelloser Zustand von diesem M3. Und da hätte ich auch gleich mal gesagt, schauen wir uns den mal an. Also er hat ein Competition-Paket mit den Competition-Rädern. Vorne einmal in 9x19, hinten 10x19 und ich finde persönlich, dass die Competition-Räder dem E92 schon sehr, sehr gut stehen. Also er bräuchte für mich jetzt nicht mehr. Hat auch das originale Fahrwerk noch drin. Also es ist wirklich alles original an dem Fahrzeug. Er hat nichts bekommen, also außer seinen täglichen Service. Also nicht täglich, aber alle 10.000 Kilometer hat er immer seinen Service bekommen. Wie ihr auch sehen könnt, kann ich euch gleich mal zeigen, wo er seinen Service bekommen hat. Das ist vielleicht dann für manche dann auch immer ziemlich wichtig, wo der Service gemacht worden ist. Wird vielleicht den ein oder anderen, die vielleicht so ein bisschen motorsportaffin sind, wird das vielleicht auch das ein oder andere Wörtchen sagen, Thema Walkenhorst. Bist du nicht damals, wenn ich kurz unterbrechen darf, mit dem GT4 gefahren? Ja. Das war ja Walkenhorst, ne? Stimmt. Durfte ich ja einmal mitfahren. Wenn wir jetzt gleich am Heck stehen, könnt ihr euch das Heck auch gleich mal anschauen. Also wirklich, da sind keine nachträglichen Carbonteile oder irgendwas drangekommen. Es ist alles originale Abgasanlage. Und wenn der Max jetzt mal seine Hose dreckig machen möchte, eigentlich nicht, soll ich es machen? Ich habe eine schwarze Hose an, ich könnte es machen. Also. Ich würde euch nämlich gerne mal
einmal einen Blick unter das Auto verschaffen. Denn ich kann mal gucken, ob ich mal so ein bisschen mit Knien hinkomme. Ich sag euch, das habt ihr noch nicht gesehen. Schaut euch die Achsteile an, schaut euch den Auspuff an, schaut euch einfach alles an, was es da unten gibt. Denn da fallen euch die Augen aus. Dafür, dass es kein Japaner ist, ist es auf jeden Fall... Ohne Mist. Also dafür, dass es ein deutsches Fahrzeug ist. Gut, ich meine, der ist nicht im Winter gefahren oder sonst irgendwie was. Also wenn man das Auto wirklich pflegt und sich dran hält, dass man wirklich nicht bei Salz fährt, könnt ihr mal euch anschauen. Ich komm auch mit runter, dass ich mir auch gleich nochmal anschauen kann. Ich habe mich ja gestern schon einmal da runtergelegt. Schon alleine, wenn ihr euch das Differential anschaut, das ist schon krass. Mal auch die Querlenker und die Längslenker, das schaut alles aus, als wär es neu, ne? Soll ich mich drunter legen? Ja, mach mal. So, bevor wir nach vorne in den Innenraum gehen, könnt ihr euch auch noch mal die wunderschönen Facelift-Rückleuchten anschauen. Die werde ich euch mal kurz anmachen, dass ihr die noch mal in Aktion seht. So, und so schaut das Ganze dann aus, einmal von hinten. Aber ich muss echt sagen, also die Farbe, die flasht mich schon extrem bei den M3. Übrigens hat er auch noch ein Carbon-Dach. M3 gab es auch mit Schiebedach, ohne Schiebedach und mit Carbon-Dach. Ich persönlich bin ein Freund vom Schiebedach. Wir haben noch einen Kumpel in der Freundschaft. Du bist ein Freund vom Schiebedach? Nee, stopp. Falsch. Du bist ein Freund vom Schiebedach? Nein, also ist ja immer Geschmackssache. mein E30 hat auch ein Schiebedach. Der 190 hat auch ein Schiebedach. Also ich bin jetzt kein Fan vom Schiebedach. Allerdings finde ich irgendwie cool, wenn es schon so schräg steht. Schaut schon cool aus, muss man schon sagen. Aber wenn ich wählen kann, würde ich das Carbon-Dach nehmen. So, habe ich mich wieder... Ich meine, es ist immer Geschmackssache. Ich finde natürlich optisch, finde ich es einfach schöner, das Carbon-Dach. Ich hätte jetzt einfach nichts sagen sollen. Die letzten 50 Videos verfechtet das Schiebedach und jetzt... Also ich bin ja Fan vom Schiebedach. Ja, ich habe dich versprochen, tut mir leid. Jetzt schauen wir uns mal noch diesen wunderschönen Innenraum an. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Palladium Silber. Silberblau oder nur Silber? Palladium Silber. Der Max weiß es besser als ich. So. Und schaut euch mal an, wie dieser Vorbesitzer mit diesem Auto umgegangen ist. Schaut euch einfach mal die Lenkradspange an, das Lenkrad. Hier haben wir natürlich schon den CIC-Controller, also Facelift-Modell. Da gibt es verschiedene Varianten. Wer vielleicht sich beim E92 auskennt, das hier ist ganz selten. Ja, weil das ist ja auch so Softlack, wenn du dann da so reingrapscht mit deinen Händen oder mit deinen Fingernägeln, dann sieht das immer ganz schnell ganz hässlich aus. Auf jeden Fall bei dem iDrive-Controller, da gibt es beim Vor-Facelift-Modell ist das noch so ein ganz klumpiger, großer, silberner Knopf. Ist jetzt nicht so schön, finde ich das schon etwas moderner, aber ansonsten schaut dieser Innenraum absolut geisteskrank geil aus. Ich meine, natürlich, das Leder ist Geschmackssache, die Farbe. Ich glaube, da hinten saß auch noch nie jemand drin, so wie das ausschaut. Sorry. Also in dem Zustand finde ich es wirklich geil. Wenn es jetzt natürlich richtig runtergegammelt wäre mit Löchern, würde ich sagen, schmeiß raus das Zeug. Aber so darfst du eigentlich nicht anfassen. Nee, eigentlich darfst du bei diesem Auto gar nichts verändern. Der schaut so gut aus. Hier waren sogar zwei Fußmatten drin vom Vorbesitzer, der extra noch die zweite drüber gelegt hat, dass die originale Fußmatte nicht kaputt geht, weil ihr habt es ja auch meistens, wenn ihr euren Fuß auflegt, dass es hier gerade so, dass es sich so ein bisschen aufschuppelt, aber auch das Leder vom Handbremssack, es sind einfach alles wunderschöner. Und das Beste habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Guckt euch mal den Kilometerstand an. 47.000, 600 und 90.000 Kilometer. Das ist eine Ansage, oder? Also, das ist schon sehr geschmeidig. Und ich hätte gesagt, ich mache ihn jetzt einmal für euch an, dass er auch nochmal in den Genuss eines V8-Saugers kommt. Natürlich ist er jetzt auch nicht so laut im Stand, aber ich finde, bei dem Auto zählen halt einfach nur Emotionen, Emotionen und Emotionen.
sondern wir sind gerade schon ein bisschen durch Hamburg gedüst und haben uns Hamburg angeschaut. Deswegen setzt sich Max jetzt einmal hinter Steuer und gibt uns mal eine kleine Hörprobe. So viel zu diesem wunderschönen Melbourne-roten E92 M3. Ich weiß nicht, ob ihr den nochmal auf meinem Kanal sehen werdet. Den weiteren Werdegang von diesem Fahrzeug werden wir aber verfolgen. Da dieses Auto natürlich, finde ich, tippitoppi ist. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, haut sie gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einen Daumen nach oben da lasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wahrscheinlich wieder mit 190er. Macht's gut!